Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge von Poppy Playtime. Ich werde es jetzt wahrscheinlich so geschnitten haben, dass das jetzt eine neue Folge ist. Denn ich hatte es eigentlich. Das Spiel war schneller vorbei, als ich dachte im ersten Kapitel. Und ich habe jetzt das zweite Kapitel besorgt. Und das sehen wir uns jetzt quasi erstmal an. Und ich habe leider festgestellt, dass das Spiel nur in Englisch ist. Also ich kann hier nichts auf Deutsch umstellen. Deswegen muss ich jetzt versuchen, so ein bisschen on the fly zu übersetzen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hatte übrigens gerade schon mal angefangen, die Aufnahme. Habe dann festgestellt, dass ich die Quelle noch nicht geändert habe. Aber egal, wir legen los. Schön, dass ihr da seid. Also, Kapitel 2, Fly in the Web, die Fliege im Netz. Die sind wir wahrscheinlich, denn so nehme ich an, dass wir die Gefangene sind im Netz der Spielzeuge hier. So, hier steht, with Poppy now free, the situation begins to change rapidly while you search for any way to escape the factory. Also Poppy, das ist ja die Puppe, die wir am Ende befreit haben vom Kapitel 1. Die ist jetzt frei. Das heißt, aus irgendeinem Grund soll das wohl die Situation ändern und also schnell ändern. Und wir suchen natürlich immer noch die Flucht aus der Fabrik. So. New Game muss ich jetzt machen. Da stand jetzt Load Game, weil ich habe ja schon mal reingeguckt. Aus Versehen. Aber ich habe noch nichts Wichtiges gesehen. Außer die VHS-Kassette jetzt gleich. Playtime Co.'s new patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. Ja, sieht sehr danach aus. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? Playtime. Immer diese gruseligen Zwischendinger, was soll das? Ich frag mich ja. Wenn jetzt diese gruseligen Aufnahmen nicht wären, gibt es dieses Spielzeug wirklich? Es sieht so echt aus. Und da wurde schon das Gesicht geteasert von der Puppe. Ich bin wach. Ich bin sehr wach. Poppy Playtime, Kapitel 2. Ich frag mich ja, was aus Huggy Wuggy geworden ist. Ist er wirklich tot? Oder wird er uns wieder beehren? Oder ist jetzt quasi diese. Ich hab schon wieder vergessen, wie sie heißt, diese Elastizitätspuppe jetzt unser neuer Gegner. So, das Spiel. Ich glaube fast, dass das sogar Raytracing unterstützt. Es sah in den Optionen jedenfalls ein bisschen so aus. Und es wird schön geschärft, wie man sieht hier. Die Lampen sind schön knackig scharf. Tut jetzt überhaupt nichts zur Sache, aber wollte ich erwähnt haben. Oh Gott, was tun wir uns hier an? So, jetzt ist ja die Frage, mache ich es noch ein Stückchen heller? Momentan geht's gerade, würde ich sagen. Wir waren hier schon. Aber da war der Schrank noch davor. Bevor ich hier durchgehe, will ich natürlich erstmal schauen. Nee, wir kommen natürlich nicht zurück, wo wir hergekommen sind. Wir müssen jetzt hier durch. Da ist Huggy Wuggy und da. Ich habe keine Ahnung, wie dieser kleine freundliche Dino heißt. So, da geht's zu den Treppen zu und hier geht's zur Bay 9 auch zu. Ah! Hat's im Hals geknackt. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Elliot Ludwig, das war doch der Erfinder, ne, von den Puppen. Also, erste Frage. Was haben die gegen diese Roboter? Warum werden die immer getötet? Und zweite Frage, wieso bluten Roboter? Oder ist das Öl? Sieht rot wie Blut aus, würde ich sagen. Gott, hier ist ja schon der ganze Weg eingestürzt. Warte mal, können wir hier rein? Ne. Entweder noch nicht oder gar nicht. Lauf doch schon. Ich will aber nicht da reinfallen. Okay. Nee.
Kann ich mich etwa Lara Croft-mäßig hier rüber hangeln? Hätte gedacht, dass mir das erklärt würde, aber das soll ich wohl selbst rausfinden. Okay. Press here. Da ist wieder ein totes Spiel. Stimmt, was ist aus meinem Freund? Oh Gott. Ist das mein Inventar? Scroll to browse. Ich kann hier irgendwie das schalten, aber ich habe hier nur Fragezeichen. Ich habe meinen Freund nicht mehr. Ich hatte doch einen Tiger, so einen Tiger, wie da liegt, als Freund. Wo ist der hin? Hab ich den verloren, als ich geflüchtet bin? Das will ich nochmal hören. Wenn du mich dabei nicht umbringst, vielleicht, ja, vielleicht will ich deine Umarmung. Give me a big squeeze. I promise I won't bite. Also ich beiß auch nicht, ne? Aber ehe du beißt. Come closer, friend. Du bist doch nur eine Pappfigur. I'll squeeze you until you. Hast du gerade gefurzt? Klang fast wie ein Goofy-Lachen. So, ich bin jetzt nah dran. Ja, wiederholt sich. So, kann ich die hier irgendwie wegschleppen? Nee. Damit kann ich auch nichts machen. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Warte mal, ich muss da ja irgendwie reinkommen. Warte mal, so kann ich die wegschieben? Ich muss nur dagegen laufen. Sag mir das doch einer. Schön dagegen laufen, damit wir hier reinkommen. Ich weiß nicht, das sieht so... Ich weiß nicht, ob ihr verstehen könnt, was ich meine. Wenn man so sieht, wie der Schlüssel da hängt oder was das da ist und wie das genau darauf hinzeigt, dann weiß man exakt, wenn ich den jetzt wegnehme, dann geht die Hölle los. So, erstmal umgucken. Gibt es hier irgendwas, wo ich dann eigentlich flüchten kann? Wahrscheinlich dadurch irgendwie. Sehr einladender Schlüssel. So soll die Hölle über mich hereinbrechen. Die Hölle über mich hereinbrechen? Die Hölle über mich hereinbrechen? Okay, keine Hölle. Es ist alles gut. Ich habe ein super Leben. Ja, ich hätte ja richtig liegen können. Alter, was hat denn der für ein ranziges Büro? Na gut, nee, so ranzig ist es nicht. Es ist einfach nur sehr alt. So, er hat also wahrscheinlich auf jeden Fall Huggy Wuggy entworfen. Ich weiß nicht, ob noch jemand anders. Candy Cat wahrscheinlich noch. So, wie eine rostige Kassette müssen wir finden. Können wir hier mit den Schränken was machen? Sieht nicht so aus. My best friend. Also manche mögen den Dino. Poppy. Die Katze will Poppy anlecken. Okay. Thank you, Mr. Ludwig. Die Katze ist immer am Lecken. Oder die wirft hier die Süßigkeiten raus. Ich weiß es nicht. Es gibt auch einen rosa Huggy Wuggy. Huggy und... Kasti? Ich kann es nicht richtig erkennen. Elliot Ludwig. Da hat aber jemand ein richtig, richtig krasses Zeichentalent. Heilige Scheiße. So, Kissy heißt sie. Kissy ist das Rosane. Please make more good toys to Mr. Sir Ludwig.
Buggy Buggy Me. Ah, hier auch super gezeichnet eigentlich. Vor allem hier, so Gesicht, so eigentlich super gemacht. Er soll mehr Spielzeuge machen. Was? iWatch 2? Boah, Englisch Schrift lesen. Wenn man es nicht gewohnt ist. I want vielleicht? I will? Denn wenn... Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Vielleicht im Schnitt habe ich dann eher die Ruhe, das mal zu analysieren. Aber ich habe keinen Plan, was das bedeuten soll. Was ist das hier eigentlich? Eine Sonnenblume? Ich meine, warum nicht, ne? Oh, das ist ein Bauplan. Und die rostige Kassette. Das ist so ein Flugding. So, was haben wir denn hier? Kann ich das lesen? VHS-Tape. Ah, das haben sie jetzt also quasi eingebaut, dass man auch wirklich die Sachen sich angucken kann. Nicht wie im ersten Teil, im ersten Kapitel. So, die Biografie werden wir gleich erfahren. So, Experiment 8.1, ich schätze mal 4. This experiment utilized a live rat. Also, die haben eine Ratte dafür benutzt, um das Experiment auszuführen. Der Ratten wurde in 3 Portionen gefüttert. Jeweils täglich für 2 Wochen. Am Ende der 2 Wochen wurde die Ratte getötet und submerged into a poppy flower and preservative get mixture. Also die wurde in irgendwas verwandelt. Also muss ich wahrscheinlich auch wieder im Schnitt angucken. Und daraus wurde dann eine Mixtur gewonnen. Eine Woche später, ein elektrischer Schock wurde der Ratte hinzugefügt. Also so Frankenstein-mäßig. Und die war immer noch im Gel, um den Versuch, sie wiederzubeleben. Aber die Ratte blieb ja ruhig, ist nichts passiert. Analyse. I still believe in the potential of the poppy flower. Also er glaubt immer noch an das Potenzial der, also es ist wahrscheinlich eine spezielle Blume, wahrscheinlich die goldene, die wir gesehen haben. Er glaubt immer noch an das Potenzial der Poppyblume. Its unusual properties lead me to believe that the proper mixture and procedure could have life-altering properties. Also sie hat wohl irgendwelche unüblichen Eigenschaften, die ihn daran glauben lassen, dass wenn er nur die richtige Mixtur hätte und Prozedur, dass das Leben beeinflussen könnte. Die Poppyblume has for a long time carried heavy symbolism, hat lange Zeit wohl irgendwie einen starken Symbolismus ja dargestellt. Und ich glaube nicht. Und ich glaube, das nicht ohne Grund. Perhaps something larger than red would yield different results. Also er glaubt, dass vielleicht etwas, das größer eine Ratte ist, andere Resultate brächte. Damit sind wir wahrscheinlich gemeint. Wir sind größer als eine Ratte. Vielleicht reagieren wir anders auf die Poppyblume. Gott, ruckel, ruckel. So, kann ich meinen Freund wieder haben? Auch wenn dir die Beine fehlen. Offensichtlich nicht. Hier die Poppyblume wahrscheinlich. Picked up Daisy. Ich konnte die mitnehmen. Ich kann sie mir aber auch nur hier so ein bisschen angucken. Okay, was mit dem Bauplan? Den kann ich nicht mitnehmen. Die Zeichnungen wahrscheinlich auch nicht. Erstmal alles antatschen wieder. So, wir gucken mal, was auf der Kassette gezeigt wird. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. Toy Factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19...
Was? Welches Jahr bitte? Ich will wissen, ob ich da schon auf der Welt war. Oh Mann, vor allem dieser große, fette Kasten als Zensur, ne? Der wollte unbedingt nicht erkannt werden. Da hat auch nicht gereicht, diesen typischen, einfach nur schwarzen Streifen übers Auge, ne? So als nicht Erkennungszeichen. Nein, da musste ein fetter, schwarzer Kasten hin. Der wollte unbedingt nicht damit in Verbindung gebracht werden. So, wir müssen doch bestimmt hier oben jetzt raus, oder? Oh, ich wollte gerade die Brille mitnehmen. Vielleicht sehe ich dann besser. So, haben wir denn hier vielleicht noch irgendwas? Die ganzen Schreibtische hier. Ich schätze, wir müssen wieder raus. Aber das, du kannst mir doch nicht erzählen, dass man hier nicht durch... Aber nee, ich glaube, da ist eine Wand. Da geht es wirklich nicht durch. Lass diese Tür ölen, bitte. Wir vielleicht jetzt hier lang. Hier oben kommen irgendwann Zeichen hin, dass ich hier weiter kann. Aber das ist offensichtlich momentan noch nicht der Fall. Ich habe doch bestimmt noch was übersehen wieder mal. Es ist doch eine Treppe zum Rausziehen, oder nicht? Doch, doch, der macht es. Ich muss gedrückt halten. Okay. Wusste ich nicht. Man erwartet immer das Schlimmste. Oh, so schon. Oh. Hi. Sorry. I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Here. Dankeschön, du bist ja lieb. Aber ich muss mich ja mal kurz umgucken, ne? Ist das okay? Ja. Er hat keinen Button mehr. So, hier ist die Power, die ich umleiten muss. Kann ich eigentlich hoch? Wahrscheinlich noch nicht. So, besten Dank. Hm, ist das falsch? Warte mal, hier ist eine Spule, ne? Muss ich die immer einbinden? Ich sehe noch... Da ist noch eine Spule. Ah, okay. Applaudiert sie sogar. Gern geschehen. Thank you. Gern geschehen. I'd like to pay you back. There's a train station nearby. It needs a code, and I have it. We're gonna get out of here. Das ist ja, das ist ja wirklich mal lieb. As soon as you get on up here. Ja, du hast leicht reden. Du bist klein und passt durch diese kleinen Schächte. Come on. Jetzt mach mal keine Hektik hier. Immer mit der Ruhe. Wie, was? Why I'm still a doll? Don't you wanna come with me? Ja, wenn ich... Sad. Ja, ich komme hier. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Jetzt mach doch mal nicht so einen Stress. Oh Mann. Wie stellst du dir das überhaupt vor? Warte mal, kann ich da oben irgendwie... Wo ist sie überhaupt? Dem Ton nach... Ach, da oben guckt sie raus. Du schaffst es nicht, mich hochzuziehen, oder? Ah, da ist eine Leiter. Krieg ich die irgendwie aufgestellt? Nee, ne? Warte mal, hier müsste ich doch irgendwie...
Dauert noch einen Moment, ne? Ich bin leider zu blöd zum Klettern. Ich bin wirklich zu blöd zum Klettern. Ich kann aber auch nichts benutzen zum Hochziehen, ne? Oder doch? Nicht, da müsste das müsste doch gehen. Ah, sehr gut. Ich hoffe, das war richtig, dass ich hier rein soll. Hey, I'm up here. I see you. Ich sehe dich auch. Dankeschön, aber bitte das nächste Mal nicht so gruselig I see you sagen. Das macht mir Angst. Oh, jetzt kann ich hier durch. Singt sogar. Oh, ich hab's geschafft. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in 2 Tagen wieder in der nächsten Folge. Und dann hoffen wir mal, oder ich hoffe mal, dass uns die Poppy hier auch wirklich was Gutes will. Die ist fast schon zu nett zu uns. Aber sie singt so schön. Also dann, bis in 2 Tage, Leute. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss.